Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Ultra Sonne Randomizer. Wir sind jetzt hier stehen geblieben bei der letzten Inselprüfung, haben sie natürlich hinter uns gebracht und können jetzt runter zu Guzma, denn wir haben ja die Maske von Mask Royal, also Kukui, gefunden, beziehungsweise bekommen von Marlon, soweit ich mich erinnern kann, müssen die jetzt abgeben. Und wir können jetzt den langen Weg nehmen nach unten, wir können aber auch ganz easy den einfachen Weg nehmen mit dem Fliegen und ich glaube, ich werde auch das Fliegen benutzen. Und wir haben dann direkt unseren Fight gegen Guzma, also Bromley. Ich weiß gerade nicht, wie hieß, aber im Englischen oder Deutschen so hieß, wie er hieß. Ist alles ein bisschen kompliziert, wenn man Englisch und Deutsch gezockt hat. Und das gleich viel gefühlt. Dann ist es immer so ein bisschen komplizierter. Aber naja, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Was wollte ich denn sagen? Genau, der Kampf wird nicht so einfach, schätze ich mal. Da Guzma halt schon, obwohl wir wissen ja nicht, was er für gerandomized Pokémon hat. Im Normalfall hat er sehr starke Pokémon, muss man sagen. Vor allem mit Tektalas. Tektalas ja schon. Tektas. Es ist sehr schwer, gegen ihn anzukommen, muss ich sagen. Deswegen, das ist ein Problem. Aber sonst sollte. Ja, kommt auf die gerandomized Pokémon halt an. Es kommt halt immer darauf an, was der Zufall entscheidet, Leute. Ah genau, hier heißt er Bromley. Und im Englischen hieß er aber Guzma. Deswegen gesagt, wenn man die ganzen Trailer mit erstmal auf Englisch geschaut und dann erst auf Deutsch, dann passiert sowas auch mal. Das Ding ist halt, dass der Trailer erst auf Englisch rauskam und dann erst auf Deutsch immer. Immer so 10 Minuten später. Und deswegen habe ich immer eigentlich nur die Englischen gesehen. Und dann dachte ich mir so, ja komm, die Deutschen muss es ja nicht mehr geben. Das sind ja nur Namen, die verändert worden sind. Aber naja. Deswegen Guzma, es hört sich ja viel geiler an als Bromley. Weiß nicht, Guzma hat so einen coolen Effekt so gern. Guzma. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, aber ich finde den Namen echt viel cooler als Bromley. Und dann Z-Kristallring, ja klar, ich will stärker werden, mein Freundchen. Und dich vernichten. Das ist so mein Ziel gerade, dich vernichten. Und das schaffe ich easy. Hoffe ich zumindest mal. Wir haben einen Fight gegen Tali, der mittlerweile der Chef bei Team Skull ist. Hat sich ja gut aufgehauen. Tromburg, okay. Ja gut, da kann Ready auf jeden Fall gut austeilen, schätze ich mal. Level 27 ist schon Ready. Okay, dann können wir dich mal direkt auf Level 28 bringen, mein Freund. Wobei, Alter, der ist schon Level 34. Oh, der macht einen sehr guten Hit. Alter, da kann man sagen, was man will. Das war ein krasser Hit. Ja, ich bringe ihn mal rein. Unser, Frozen, was immer noch F heißt. Blattgeißel, das wird. Alter, das sieht ziemlich viel ab, ey. Was geht bei dir? Logos müsste schneller sein, ne? Mit Sprungfeder? If you know what I mean. Ist der schneller? Ja, schneller, perfekt. Wahrscheinlich wird es nicht mal killen, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, du hast es killt. Bitte kill! Nein, der wird ab, als ob! Digga, als ob du abwehrst. Als ob du abwehrst, ey. Alter, das ist gerade mega scheiße für uns. Okay, wir könnten mit. Ja, Giftschock halt reinhauen. Wird halt nicht so viel bringen, aber zumindest etwas. Der Rest ist halt so. Ja, bringt nicht viel. Es hat auch Geist, deswegen. Ist halt so kontraproduktiv mit Gift dann anzugreifen. Aber okay, er trifft nicht. Wir werden nämlich ab. Perfekt, das ist gut. Abgangsbund. Falls du das für richtig hältst. Okay. Ich werde Nebotrank einsetzen. Blattgeißel. Okay. Es macht schon Damage, ja, aber Diggi, der Giftstoff würde ich jetzt killen. Hoffe ich mal. Oh, er killt nicht! Nein! Als ob! Okay. Meine Hoffnung hier ist halt Voltenso. Weil Voltenso ziemlich schnell ist. Hoffe ich, dass er es hinbekommt. Jetzt können wir ihn einsetzen. Zauber schon. Und es. Ja! Wir sind schneller. Oh, es ist so underlevelt, das Teil. Aber. Es ist halt einfach fucking schnell. Muss man halt sagen. Es ist verdammt schnell. Elektrofeld. Nee, will ich nicht. Ich will kein Elektrofeld haben. So. Fuiuiuiui. Also,
Haut auf jeden Fall schon rein, der Tali, aka Bromley, Raupi. Really? Really? Kreuzdonner. Klärst du was, okay? Was ist das für eine Attacke? Das macht sogar fucking Damage, what? Mein Kreuzdonner wird nicht mal so viel Damage machen, schätze ich mal, oder? Ah, doch, macht zumindest etwas. Okay. Kreuzdonner und Blitzschlag sind so eigentlich vom Angriff her, glaube ich, gleich stark? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir jetzt mal. Ah, nee, Blitzschlag macht ein bisschen mehr Damage. Aber das Tail ist schneller als wir. Ich glaub's nicht. Das Raupi ist einfach schneller als wir. Was? Yo! Wir übernehmen jetzt 1 KP, was? Also knapper geht's ja wohl nicht. Ja, Bromley hat auf jeden Fall gute Pokémon dabei. Ich bin natürlich, Tali hat natürlich gute Pokémon dabei. Muss man jetzt sagen. Boah. Da bleibt mir gerade einer im Hals stecken, oder? No homo an der Stelle. Ja, Bromley, was geht's? Du hast uns nicht besiegt. Du warst nämlich zu schwach für uns. Okay, wir mussten ein paar Mal aufheilen, das ist klar, aber... Wir waren trotzdem gut am Start, gib es zu. So, ich war stolz auf meine Leistung hier. Und Leute, es wird wieder mega kalt hier drin in meinem Zimmer. Boah, ekelhaft. Also die Kälte in letzter Zeit ist echt pfui Teufel, Leute. Pfui Teufel. Nee, im Ernst, es ist echt ziemlich kalt geworden. Sylvarion, ja komm, was will ich denn Sylvarion im Set? Das brauche ich nicht, ich habe keinen Sylvarion. Deswegen, es bringt mir eigentlich relativ wenig. Wir könnten aber mal jetzt die nächste Route schon mal an. Peilen, da wir dort dann auch demnächst auf die nächste Inselprüfung treffen. Die von der Geisttante hier vorne nämlich. Wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich glaube aber, ich trainiere dann nochmal offscreen ein bisschen. Bei den ganzen Trainern, wo wir waren. Und gekämpft haben, weil, ja, keine Ahnung. Wir sollten auf jeden Fall nochmal ein bisschen trainieren. So ist es nicht. Ich kann ja keine Pokémobile rufen, genau. Das war ja das Problem hierbei. Diesen Kackpark kann man kein Pokémobil rufen. Weiß der Geier warum? Du weißt, ein Ruheort ist und hier kein Tauros raus darf oder was? Ich habe keine Ahnung. Wollt ihr nicht sehen, wie ich auf Tauros reite? Unglaublich. Unglaublich, Leute. So. Auf jeden Fall sehr interessanter Kampf gegen Bromley. Tali, meine ich natürlich. Ich komme nicht drauf. Klasse, Typ, einfach ein Raupi am Start, was schneller ist als mein Voltenso. Weil Voltenso eigentlich so alles Gute outspeedet hat bisher. Ach komm, Polizist, musst du ein bisschen im Weg stehen. Vor allem, ich ramme mit einem riesigen Tauros gegen einen kleinen Polizistentypen. Und der Polizist hält das einfach aus. Yay, was kriegen wir denn? Preisgeld verhört. Okay, kämpfen wir direkt mal hier. Wenn wir schon mehr Preisgeld bekommen, haben wir direkt einen Doppelkampf. Doppelt gemoppelt, kriegen wir ein bisschen mehr Money. Ist doch schon mal ganz gut. Damn, was haben die beiden Girls dann am Start? Kabutops und Boruda, okay. Boruda ist ein cooles Pokémon, muss ich sagen. War es Wasser oder was? Pflanze? Ich habe keine Ahnung mehr. Finden wir jetzt heraus. Wir gucken einfach mal. Wo der Weg uns hinführt. Ah, auf Kabutops, da wollte ich eh hin. Perfekt. Und Boruda hat... Geht da gleich schön Damage rein? Ich weiß es nicht. Okay, Level 30 für Frozen schon mal. Was zur Hölle? Flammenkörper weg, perfekt. Gönn dir eine Verbrennung, mein Freund. Und ja, es bringt was. Perfekt. Ja gut, das Ding ist halt, wir werden jetzt den Blättersand angreifen. Das wird wahrscheinlich nicht so viel Damage machen. Ich hoffe, der greift nicht nochmal mit Holzgeweih jetzt an. Ah, er stirbt eh, perfekt. Dann hat sich das erledigt. Ja, ich dachte mir so, wenn er jetzt mit Holzgeweih noch angreift, das wäre vielleicht ein bisschen kritisch. Aber naja, hat er gut geklappt hier. So, Turbofels. Oh, Turbofels, was ist das denn? Hohe Erster-Quote. Ja, nee. Nee, bekannte Attacken behalten. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, Leute. Brauchen wir nicht. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns somit dann offiziell in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, was dein Pokémon ihr sein wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und schau euer Sonne mit Pokémon Ultrasonne Randomizer Edition.